Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich habe mir mal die Kamera geschnappt und den Manuel Bauer zu meiner Linken, hat ja nochmal geklappt, mir brannte folgende Frage auf dem Herzen. Und zwar bist du ja in puncto Training ein klassischer Oldschool-Bodybuilder. Ja. Und ich sehe mich dahingehend eher als Newschool-Bodybuilder. Mhm. Ja? Oder Powerbuilder oder was auch immer, Kraftsport-Liebhaber. Du trainierst einmal die Woche deinen jeweiligen Muskel. Ja, bis auf kleine Ausnahmen. Kleine Ausnahmen, die ja, da wären? Bauch oder Wade. Ja, das zählt ja nicht. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, alle YouTube-Konsumenten da draußen wissen mittlerweile, dass es ja eigentlich nicht unbedingt produktiv ist, wenn man nur einmal die Woche den Muskel trainiert. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe auch in meiner aktiveren Bodybuilder-Karriere, nenne ich es ruhig mal so. Mhm. Also ich glaube zwischen 2007 und 2010, ja, wo ich glaube ich meine massivste Zeit hatte, da habe ich so 120 gewogen bei einer guten Form. Und da habe ich auf jeden Fall einen Dreier-Split trainiert. Okay. Orientiert habe ich mich dabei an Art Atwood, der ist zwar mittlerweile nicht mehr am Leben, Gott hab ihn selig, aber es hat mit Sicherheit nicht an seinem Training gelegen. Also es war ein Push-Pull-Beine-Programm oder Push-Beine-Pull, nennt es wie ihr wollt. Das ist ja auch im Moment relativ in Mode. Ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgst, aber Push-Pull-Beine ist ja so der Klassiker und ich mag persönlich einfach, dass ich den Muskel zweimal die Woche trainiere oder zumindest alle 4 bis 5 Tage. Alles andere ist mir zu selten. Dann renne ich jedes Mal nach dem Training 3-4 Tage lang mit Muskelkater rum. Ja. Kennst du? Kenn ich. Ja. Und vor allen Dingen für die meisten finde ich es nicht sinnvoll, weil die Übung gar nicht erst erlernen. Weißt du, was ich meine? Die kriegen die Geist-Muskel-Verbindung nicht. Und jetzt kommt mein Argument für zweimal die Woche Training. Wenn du die Übung zweimal die Woche machst, ja, wie viele Wochen hat das Jahr? 52, 53? 52. Das Argument habe ich vom Smart Gains. Ja, du kannst es in Zahlen ausdrücken. Wenn du 52 Mal im Jahr eine Übung, mal Kniebeuge machst, ne? Ja. Und du machst das zweimal die Woche. Ist in der Endabrechnung einiges. Das ist einiges. Ja. Ja. Mein Gegenargument, wenn ich das komplette Training auf 3 Tage aufteile. Ja? Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Da bin ich der Meinung, dass ich die einzelnen Muskelgruppen nicht so intensiv genug triffst. Genau, ja, nicht so genug treffe, weil ich die Erfahrung gemacht habe mit diversen Athleten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Beispiel. Jetzt holt er den Joker raus hier, Ronny Rockel oder was kommt? Ja, jetzt? Ich könnte jetzt den Ronny nennen. Definitiv die Schwäche gehabt, Beinbeuger, Gesäßmuskel. Okay, ja, so, gut. So, dann habe ich ihn gefragt, was machst du dafür? Mhm. Ja, ich trainiere halt Beine und mache im Anschluss noch, ein paar Curls, genau. Ein paar Curls, vielleicht gestrecktes Kreuz im Tisch. Ja, okay. Mhm. Habe ich gesagt, okay, wir ändern das. Ein separater Tag wird nur Beuger auftrainiert. Mhm. Und die Verbesserungen innerhalb von einem halben Jahr waren sensationell. Ja. Ne? Das ist mein Argument. Die Erfahrung habe ich auch viel gemacht mit Frauen. Ja, okay. Gerade bei Frauen Gesäßbereichen ein Riesenproblem. Absolut. Problemzone ist. Ne? Meine ganzen Bikini-Mädels, Figurfrauen, die trainieren einen Tag, wo die wirklich, ich sage jetzt mal, fast 1,5 Stunden nur Beuger-Arsch trainieren. So. Der Arschtag. Der Arschtag. Ja. Und ich kann wirklich sagen, bei allen, definitiv bei allen, ist das besser geworden. So, und jetzt sage ich, wenn ich das komplett aufteile auf 3 Tage, ist schon mal so, dass Beine nur 1 Tag ist. Mhm. Dann ist mein Bedenken ganz klar, dass dieser Muskel zu kurz kommt. Mit zu kurz kommt oder mit zu wenig Intensität einfach trainiert wird. Ja, okay. Jetzt kommt mein Gegenargument. Ich verstehe dich zu 100%, Mann, wirklich. Jetzt kommt mein Gegenargument. Ich habe ja nach allen trainiert, das kann ich, pass auf. Wenn du aber sagst, du hast da 10 Übungen, die du in einem Training machst, ja? Ja. Wenn du das jetzt zweimal die Woche trainierst. Kommst du mit Übertraining? Nein, gar nicht. Aber wenn wir sagen, wir haben 10 Übungen. Ja. Und dann kannst du ja sagen, okay, die 10 Übungen teilst du auf 2 Trainingseinheiten ein. Oder auf. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist richtig. Das könntest du zum Beispiel machen. Und du hast ja nicht probiert, mit den Frauen anstatt einem Booty-Tag 2 Beintage zu machen. Und zum Beispiel am einen Tag als Prio die Booty. Mhm. Welcome, bitches, it's Booty Day. Und an dem anderen Tag machst du halt eine Quad-Prio. Weißt du, was ich meine? Das könnte man, also man müsste jetzt auf den Versuch ankommen lassen. Also alle, die jetzt neu zum Manuel kommen,
macht euch auf was gefasst. Mal speziell mit diesem Training. Aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe dich zu 100%. Aber wenn du das Volumen aufteilst, einfach das, was du sonst in einem Training gemacht hättest, und jetzt sage ich dir sogar was, wenn du das zweimal die Woche machst, ne, und in dem einen Training Volumen sparst, kannst du beim zweiten Training vielleicht sogar noch intensiver oder schwerer trainieren. Und frischer und hast einen besseren Fokus. Ist das ein Argument? Jein. Nein? Jein. Ich meine, ihr macht ja, gerade auch du und deine Frau, ihr macht ja wirklich 7 bis 8 Übungen. Ja. Alter, Hardcore. Ich bin nach 3 bis 4 Übungen, ja, bei der 5. wird es genau schwer. Das ist der nächste Punkt. Meine Meinung ist auch, das habe ich schon immer gesagt, und gut, könnte man jetzt sagen, never change a running system. Ja, okay. Mhm. Ich trainiere einen Muskel richtig intensiv einmal pro Woche. Mhm. Dann braucht er auch die entsprechende Erholungszeit. Mhm. Also mein Argument war immer das, lieber den Muskel einmal richtig brutal pro Woche als zweimal, ich will jetzt nicht sagen halbherzig, aber ja, das ist das falsche Wort. Aber am Ende, ich weiß, was du meinst, aber am Ende zählt doch das Gesamtvolumen, was du ihm pro Woche zugemutet hast. Ja. Du weißt selber, je fortgeschrittener man ist, desto mehr muss man ihn mit Volumen bombardieren. Das ist richtig. Das ist ein Fakt. Das heißt, die Adaption des Körpers geht relativ schnell verstanden. Wobei man das wieder unterscheiden muss, ne? Muss ich jetzt im Prinzip wieder unterscheiden. Ich kann mich nicht mehr vergleichen mit einem 20-Jährigen, weil es definitiv so ist, auch die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, je älter du wirst, desto weniger kannst du ab. Ist definitiv ein Regenerationsproblem. Ja, ja, klar. Ja, Moment, aber das kann ja keiner was dafür, wenn du als 20-Jähriger wie ein Wahnsinniger trainiert hast und schon alles an Pulver und die Atombombe schon gezündet hast. Verstehst du, was ich meine? Das hast du ja selber als Argument. Ich meine, ich weiß, ich habe auch wie ein Wahnsinniger mit Riesenvolumen trainiert, aber prinzipiell war das eher dumm. Ich habe da mal ein interessantes Beispiel auch gehört. Nehmen wir jetzt mal nehmen wir Heroin oder Alkohol. Was nehmen wir als Beispiel? Nehmen wir Alkohol. Alkohol ist das Bessere. Aber das habe ich letztens im Video schon mal gemacht. Aber stell dir mal vor, du willst dich besaufen, ja? Mhm. Oder du willst trainieren, viel Alkohol abzukönnen. Dann musst du einfach viel trinken. Du musst ständig probieren, mehr zu sagen. Ja, du musst es immer wieder steigern. Und du wirst keinen Rausch mehr bekommen, wenn du am Anfang schon mit 2 Pullen Apfelkorn angefangen hast. Das oder mit 6 Bier. Wenn du also am Anfang schon alles Pulver verschießt. Ja. Dann musst du einfach mal nochmal richtig einen draufsetzen. Und das, was wir alle früher gemacht haben, ja, mich eingeschlossen, und ich glaube, ich habe richtig geknüppelt. Ich weiß nicht, das würde ich niemals überstehen wahrscheinlich. Oder ich müsste mich erstmal wieder dahin trainieren, dass ich es überstehe. Wir haben alle schon das Pulver verschossen. Aber theoretisch müsstest du jetzt nochmal mehr trainieren, als du es früher getan hast, um einen draufzusetzen. Sicherlich kann man die Trainingsqualität... Ja, richtig. Kann man noch hochschrauben. Ja, der Riesenunterschied ist ja auch der... Ich kann jetzt von meiner Seite sagen, das wird aber auch jeder, der längere Zeit trainiert, von selbst an sich festgestellt haben, die Trainingsqualität von früher kannst du mit jetzt nicht mehr vergleichen. Nein, weil es ist wirklich so, es ist eigentlich unvorstellbar, selbst jetzt nach 20 Jahren Training machst du noch Übungen, ich will es nicht sagen falsch, aber durch kleine Kniffe kannst du die Übung so verändern, dass du sagst, scheiße, warum habe ich die Übung nicht ständig schon so gemacht? Ja, ja, weil du gerade bei Rückenübungen als Beispiel. Ein bisschen den Winkel verändern und so weiter. Ne? Das heißt, auch das Muskelgefühl wird das ist was, was Jahre dauert. Ja. Ne? Ja. Deswegen, es gibt keinen Anfänger, der perfekt trainiert, weil das einfach ein Prozess ist über Jahre hinweg. Mhm. Das dauert einfach. Kann ich unterstreichen, ja. Und deswegen, und es gibt ja, weil du jetzt gesagt hast, müsste man rein theoretisch mehr trainieren. Ne? Ja. Es gibt ja, um die Qualität oder Intensität des Trainings zu verbessern, gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Irgendwann ist natürlich auch so im Alter, übers Gewicht kannst du es nicht mehr machen. Das heißt, ich bringe nie mehr die Leistung. Das Ausreden von kaputten Bodybuildern. Ja, das mag zum Teil stimmen. Ja. Also ich kann definitiv sagen, ich habe bei Weitem nicht mehr die Kraft wie mit 25. Mhm. Und trotzdem, wenn es jetzt aber nur so wäre, trotzdem bin ich muskulär besser geworden, obwohl ich leichtere Gewichte nehme. So, das heißt für mich... Aha. Ne? Keine Progression und trotzdem mehr Muskeln. Ja. Alles richtig gemacht. Kann ich definitiv sagen. Aber die Progression war ja in dem Fall dann die bessere Technik. Ja, und ein besseres Erreichen der Zielmuskulatur. Ganz, ganz genau. Das ist, glaube ich, noch so ein Problem. Oh, jetzt, pass auf. Alle reden über Progression, aber keiner macht sich Gedanken darüber, wie die Technik ist. Absolut. Also, wir sprechen hier über die Häufigkeit, aber erstmal muss die Qualität stimmen. Das ist ich sage aber, gerade für Anfänger,
die sollten einfach lieber noch häufiger trainieren, weil sie meistens die Übung noch gar nicht drauf haben. Erstens. Zweitens, du hast es selber schon gesagt, die Muscle-Mind-Connection noch gar nicht da ist. Das ist richtig. Und die dauert lange. Ich bin heute noch nicht mal in der Lage, meinen Rücken perfekt anzusteuern. Geht mir genauso. Ja. Es ist wirklich krass, was man dafür... Und ich beobachte, dass je härter ich werde, je näher ich an den Wettkampf komme, oder ich sage mir härter, desto besser spüre ich meine Rückenmuskulatur zum Beispiel. Das ist richtig. Habe wirklich das Gefühl, je dünner die Haut ist, desto besser kann ich den Muskel erreichen. Absolut. Das ist abgefahren. Ist krass. Das kann ich unterstreichen. Krass, ne? Ja. Ich denke, man muss es einfach differenzieren. A, natürlich zwischen Anfänger, Fortgeschrittenen, dann B, wie ich schon gesagt habe, mit dem Alter. Also du kannst dich mit vielen älteren Bodybuildern oder Kraftsportlern unterhalten, die werden dir alle sagen, dass die Regeneration im Alter einfach viel schlechter ist. Ja, als natürlich, ganz klar. Ja, sicher. So, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, natürlich mit weniger Volumen, aber ich würde jetzt jeden Muskel zweimal in der Woche trainieren. Aber du würdest, ja. Aber mit weniger Volumen. Ja, klar. Bin ich trotzdem überzeugt, dass die Erholung bei mir persönlich noch schlechter wäre. Und dann ist Hast du es schon probiert? Nein, ich habe es nicht probiert. Aha. Und dann gebe ich dir noch ein Argument. So, jetzt pass auf. Du musst mich aber erst aufklären, weil... Also trainierst einen Tag Push-Pull, einen Tag Beine? Nein, einen Tag Push, also einen Tag Brust, Schulter wäre das, Trizeps. Okay. Ist natürlich ein hohes Pensum, du musst dich mit der Übung begrenzen. Ja. Zweiten Tag wäre Rücken, Bizeps und am dritten Tag Beine. Mhm. Den vierten Tag machst du idealerweise Pause. Ja, und dann fängst du wieder von vorne an. Ja, und jetzt, wenn ich aber als Beispiel sage, ne? Ja. Ich mache jetzt Rücken, Kreuzheben. Als Beispiel. Ja, gut, Kreuzheben muss man jetzt nicht als Bodybuilder machen, aber gut. Ja, aber okay. Sagen wir mal, ich mache. Ja, das hat er bewusst gesagt. Das kommt jetzt. Was kommt jetzt? So. Ach so, Moment, und jetzt kommt Kniebeuge. Jetzt bist du so kaputt vom. Kommt der jetzt genau. raus? Kommt der? Genau. So, dann mache ich im Prinzip indirekt den unteren Rücken viermal die Woche. Ja, ist schon richtig. Ne? Da müsstest du ein bisschen mehr, da müsstest du natürlich ein bisschen gezielter planen. Ja, ganz genau. Aber du machst doch eh kein Kreuz, was soll denn der Vergleich zu Story vor? Ja, das wäre jetzt schlau gedacht. Ne? Aber, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, das Prinzip mag funktionieren, dann muss das Training aber wirklich sehr durchdacht sein, weil sonst meiner Meinung nach die Gefahr einfach besteht, dass gewisse Partien überbeansprucht werden. Ganz genau. Also deswegen, ich denke jetzt mal, mit gut durchdachten Übungen mag das funktionieren, streite ich nicht ab. Und jetzt wahrscheinlich, pass mal auf, ich meine, wir haben ja jetzt hier, ich habe ja hier jemanden, der nun wirklich schon haufenweise mit Profis zusammen trainiert hat, Profis selber vorbereitet hat und eigentlich auch schon hätte ein Profi sein können. So, pass auf. Mein Argument ist vielleicht noch kontra zweimal die Woche, dass jemand, der richtig stark ist, also ein guter Bodybuilder, trainiert ja mit wirklich schweren Gewichten. Jemand Kevin Roney, der macht mit 160, 180 wahrscheinlich immer noch seine Serien im Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Mhm. Die beugen auch ihre 200 Kilo für Serien. Ja. Und ich meine, die Muskelgröße korreliert ja mit der Kraft und andersrum genauso. So, definitiv, das heißt, ihr werdet keinen massiven Bodybuilder finden, der riesen Muskeln hat, aber keine Kraft. So, und jetzt kommt nämlich die Geschichte mit der Belastung. Wenn du zweimal die Woche schwer drückst, und selbst wenn, für den ist schwer 180 Kilo in der Bank meinetwegen, aber selbst wenn er jetzt sagen würde, der macht leicht, dann macht er mit 60 Kilo Kurzhantel seine Serien, die Gelenke, die haben richtig zu leiden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du richtig brutal stark bist, ist das auf jeden Fall ein Argument, welches zählt, weil das verkraftest du einfach nicht. Richtig. Absolut. Ja. Jetzt habe ich ja für dich gesprochen, ne? Genau. Das wie ist denn das? Ich meine, kennst du überhaupt irgendeinen Bodybuilding-Profi außer Art Edward, der zweimal die Woche seinen Muskel trainiert hat? Außer, Moment, Arnold Schwarzenegger. Ja. Arnold Zierich. Also sagen wir mal so, es gibt definitiv Bodybuilder, die aber also generell jetzt das Training nicht aufteilen auf dreimal, aber die dann explizit die Schwachstelle vielleicht. Das macht ja auf jeden Fall Sinn. Das, das befürworte ich ja. Ja, ja. Das habe ich selbst Athleten, die das oder als Beispiel, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich werde es genauso machen, wenn ich jetzt den mal wieder trainieren kann. Mhm. Mein Trizeps hat natürlich riesen Aufholbedarf, auch meine Brust, weil ich habe jetzt die fast ein Dreivierteljahr nicht trainiert. Das heißt, dann werde ich speziell mein Fokus, Priorität, Brust und Trizeps. Genau, weil ich weiß, ich muss das aufholen. Mhm. Also werde ich dem mehr Fokus auf jeden Fall ergeben und werde es dann auch zweimal pro Woche trainieren. Okay, siehst du. Macht definitiv Sinn, würde ich sagen. Ich weiß aber, wenn ich jetzt das mit allen Dingen machen würde, wie gesagt, selbst mit weniger Volumen, dann wäre es mir persönlich zu viel. Mhm. Ja? Aber nur mal auf die Frage zurückzukommen, ich kenne keinen Bodybuilder,
der das im Prinzip macht. Doch, ich weiß einen, wo ich es einmal gesehen habe, durch Pumping Ercan. Ich glaube, der Ercan Demir hat in seiner Vorbereitung auch jeden Muskel zweimal pro Woche. Ja gut, okay, aber wir reden ja über Bodybuilding-Profis jetzt so, ne? Ja. Also richtige Monster, richtige Maschinen. Ja. Also ich kenne auch, also ich wüsste ich von den großen, keinen, ob Cutler oder Coleman kein oder... Kein einziger. Ich weiß, dass manche auch Schwächetage mit einbringen, aber richtig. Ansonsten... Guck auf die Uhr, wir haben schon 15 Minuten gequatscht. Aber ich glaube, wir können noch stundenlang zu dem Thema über unterhalten. Was ist jetzt das Fazit aus dem Video? Entscheidet selbst. Am Ende müsst ihr Spaß haben an dem, was er tut. Ich empfehle Anfänger ruhig zweimal. So, wenn ihr kein Profi-Bodybuilder seid oder sein wollt, dann macht's ruhig zweimal die Woche. Hauptsache, es macht Spaß und ihr lernt die Übung. So, da haben wir's. Also, vielen Dank an dich, Mann. Gerne. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach mal bei Facebook den Manuel anschreiben. Den Link mache ich unten in die Bio. Ja, könnt ihr schön nerven. Nee, Quatsch. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Gebt mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sind raus. Tschüssi. Ciao.